dann geht man dann ins Museum, das hängt dann da in der Vitrine, schaut man sich einmal an, denkt sich, gut, habe ich jetzt gesehen und kommt dann nicht wieder. Also das ist natürlich auch für ein Haus schlecht. MAC Conversation Pieces, der MAC-Podcast für Vermittlung und Outreach. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Conversation Pieces, diesmal zum Thema Mode und Verkleidung. Das Gespräch war Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung The Fest, kuratiert von Brigitte Felderer und Olga Vukonik. Und wir haben mit der Kuratorin und Kunsthistorikerin Dr. Marit Efioma-Kupka gesprochen. Sie ist Kuratorin im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Wir sprechen mit ihr über ihr Forschungsprojekt Talking Objects, über Rassismus, Klassismus in der Mode und über ihre Arbeit als museumskritische Kuratorin. Stellvertretend für die Themenvielfalt des Abends haben wir ein Kostüm aus dem 18. Jahrhundert ausgewählt. Das Harlekin-Kostüm wird in der Ausstellung The Fest gezeigt. Allerdings gab es an diesem Abend auch noch mehrere Konversationsstücke oder Conversation Pieces. Und zwar waren auch die Figurengruppe aus der Wiener Porzellanmanufaktur im Gespräch, teure Aldi-Tüten, Jogginghosen von CEOs, Dirndlkleider und die Sofas von Franz West und viele mehr. Wir senden wie immer nicht das ganze Gespräch, sondern nur kurze Ausschnitte und hoffen natürlich auch, dass die Aufnahme Lust macht, zu einem Conversation Piece ins MAC zu kommen. Ich wünsche viel Freude beim Hören und bis zum nächsten Mal. Dr. Marit Efioma-Kupka, sie ist Kuratorin und Kustodin im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main und zwar für Mode, Körper und Performatives. Gleich dazu noch mehr. Ich werde dich sicher fragen, wie es zu dieser Bezeichnung gekommen ist, wie dein Verständnis zur Mode ist. Du bist im Beirat für Texte zur Kunst und schwarze Menschen in Deutschland. Du bist Gründungsmitglied der Neuen Deutschen Museumsmacherinnen und in ganz vielen anderen spannenden Projekten mit dabei. Wir werden vor allem heute nochmal über Talking Objects Lab sprechen. Das ist ein Projekt, wo ihr viel mit Kooperationen in Nairobi und Dakar zum Beispiel zusammengearbeitet habt, wo ihr aber auch viel online erledigt, was man heute sehr schön auch im Nachhinein auf YouTube etc. anschauen kann. Das kann ich euch sehr empfehlen. Ich würde gleich fragen, was ihr dort macht und inwieweit wir diese Praxis auch anwenden können. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich das Format wahnsinnig spannend finde, eben über ein Piece zu sprechen, in Konversation zu kommen, weil tatsächlich immer Conversation Piece, Talking Object, das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Sehr, ja. Und Dann kam eben die Anfrage von euch über dieses spezifische Objekt. Also das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das wurde mir quasi so an mich herangetragen. Und daher wusste ich jetzt erstmal auch überhaupt gar nichts über das Teil. Und habe es jetzt auch tatsächlich vorgestern zum ersten Mal auch gesehen, also vorher Fotografien. Und mit wenig Informationen, weil es auch wenig Informationen darüber gibt. Und dennoch lässt sich ja aber viel darüber sagen. Und das ähnelt dann wieder so ein bisschen der Praxis, die wir bei Talking Objects haben, weil wir dort versuchen, uns mit Objekten auseinanderzusetzen und denen zu nähern. Und zwar auch ganz bewusst über die klassischen Objektbeschriftungen, Beschreibungen, die den Objekten dann irgendwann im Zuge ihrer Musealisierung zugeschrieben wurden. Also wir versuchen genau eigentlich über diese Einordnung hinauszugehen und die Diskussion, das Gespräch mit dem Objekt über das Objekt dann zu erweitern. Und dann sind natürlich gerade auch Personen interessant, die das Objekt eben nicht kennen oder nichts eigentlich dazu sagen können, die vielleicht jetzt nicht irgendwie so einen ganz klassischen kostümhistorischen oder wie auch immer Hintergrund haben, sondern dann vielleicht irgendwie intuitiv sprechen, sagen, ah, das erinnert mich an so und so und ach, und da sind ja so viele Tiere und ich habe mal irgendwann dieses Buch gelesen, wie auch immer. Also da ergeben sich eigentlich in diesen Auseinandersetzungen und Gesprächen immer ganz wahnsinnig spannende Herangehensweisen an so ein Objekt, mit denen dann auch wieder was passieren kann.
Vielleicht ganz kurz als Beispiel, mit Talking Objects begleiten wir gerade das Museum Angewandte Kunst, an dem ich ja hauptsächlich bin. Talking Objects ist ja eher wie so ein Forschungsprojekt, in dem ich auch involviert bin, was als so ein Kooperationsprojekt mit dem Museum läuft. Und wir machen ganz viel außerhalb des Museums, aber eben auch viele Dinge mit dem Museum. Unter anderem begleiten wir den Prozess der Digitalisierung der Sammlung und fokussieren uns da erst auf einen Hauptteil der Sammlung, der dauerausgestellt ist. Das sind nur 88 Objekte, die quasi in dauerhafter Präsenz sind. Sonst gibt es sehr viele Wechselausstellungen im Museum Angewandte Kunst. Und da geht es jetzt eben gerade darum, neue Objektbeschreibungen, neue Objekterzählungen zu finden. Und es gibt ein Faltblatt, was dabei liegt. Damit können BesucherInnen durch die Ausstellung laufen, irgendwas zu dem Objekt lesen. Und das ist teilweise sehr interessant, um es jetzt mal sehr milde auszudrücken, was dort so an Objektbeschreibungen steht, die irgendwann mal entstanden sind, die irgendwann sich so immer wieder abgeschrieben wurden, mit weitergetragen wurden, die sich nie jemand wirklich angeschaut hat, und das schauen wir uns jetzt an. Und ich hatte jetzt gerade in der Angewandten am Samstag so einen Workshop mit Studierenden, wo ich dann mal ein paar Objekte aus der Sammlung, also Fotografien von Objekten aus den Sammlungen mitgebracht habe und einfach mal so geguckt habe, was passiert, was da so kommt, wie die eben auch mit den Beschreibungen umgehen. Und das ja jetzt auch klar, natürlich sind es Personen, die mit kuratorischer Praxis, Museum geschult sind, da einen Blick haben, die jetzt aber die Objekte an sich nicht kannten, weil das historische Objekte sind. Nicht alles, aber das meiste. Und was da dann eben entstanden ist im Kontext der Objektbeschriftung, das ist dann schon nochmal interessant. Und aber in dem Moment in solchen Räumen ist es natürlich toll, was da erstmal für Ideen entstehen, die dann vielleicht nochmal dieses Objekt nochmal zu einem ganz anderen, also anders zum Leben erweckt hätten und vielleicht nochmal andere Geschichten erzählt hätten, weil man sich natürlich hier an dem Objekt jetzt fragen kann, warum sind da jetzt diese ganzen Tiere drauf? Also was sind das für Tiere? Wer hat die ausgewählt? Warum sind die das? Gibt es irgendwelche, stehen die jetzt für was Bestimmtes, für unterschiedliche Geschichten, die wir vielleicht nicht kennen, die irgendwie nicht überliefert sind? Also da gibt es ja viel zu fabulieren, und es ist fast sogar noch interessanter, wenn je weniger man über das Objekt weiß. Vielleicht nochmal genau kurz zur Geschichte von Talking Objects. Es gibt seit 2019. Es ist eigentlich aus dem Kontext der Überlegung, der Debatten um Restitution von Objekten, Subjekten, wie auch immer, Artefakten aus kolonialen Kontexten entstanden. Und die Frage, was sind das überhaupt für Objekte? Was passiert da? Was passiert eigentlich in diesen Restitutionsprozessen? Das war so ein bisschen der Initialpunkt, wie dann auch Isabel Rabe auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich habe da so eine Idee, interessiert dich das, wollen wir das nicht zusammen machen? Und so fing das an, dass wir dann auch erstmal mit unseren ersten Kooperationspartner waren ein Künstlerkollektiv, also sind sie bis heute, The Nest in Nairobi, die sich zu dem Zeitpunkt mit geraubter Kunst aus Kenia, die eben weltweit verteilt ist, in Kooperation mit dem Nationalmuseum in Nairobi beschäftigt haben. International Inventories, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht oder auch nicht, keine Ahnung. Also wenn man da vielleicht näher in diesen Debatten drin ist. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Aber all diese Überlegungen, die wir über diese Objekte und die Befragung der Objekte und ihrer Funktionen und was sagt das Objekt vielleicht den Menschen heute, weil ja oftmals die Kontexte, aus denen die Objekte ursprünglich stammen, natürlich genauso geraubt oder zerstört wurden wie das Objekt selbst. Und natürlich so die Frage, wo sollen die überhaupt jetzt hin zurückkehren, und wie kann man so ein Objekt vielleicht auch nochmal anders besprechen oder ansprechen als in einem ethnologischen Kontext. Ein großer Kooperationspartner ist das Musée Théodore Monod in Dakar von uns, was ein ehemaliges ethnologisches Museum ist, was in Westafrika, in Dakar, von Franzosen gebaut wurde, die Sammlung zusammengetragen wurde, und es wurde im Kontext der Dekolonisierung der Formellen eben an Senegal übergeben, also zurückgegeben, quasi eigentlich übergeben. Und der jetzige Direktor sitzt da jetzt quasi in diesem Museum und denkt so, ja, aber wir brauchen doch überhaupt gar kein ethnologisches Museum, weil, also das sind ja wir, also das sind ja quasi
unsere Objekte, die unsere Geschichte erzählen. Wir brauchen gar nicht diesen merkwürdigen Blick irgendwie von außen auf uns, auf unsere Geschichte, auf unsere Kultur. Und wie gehen wir denn jetzt damit um, mit diesen ganzen Objekten? Wie können wir die anders kontextualisieren? Die arbeiten sehr viel mit zeitgenössischen KünstlerInnen zusammen, um die zu besprechen. Oder machen das tatsächlich ganz ähnlich, indem sie Personen einladen, Schulklassen, Interessierte und über die Objekte sprechen. So, was sagt euch das? Was erzählt euch das? Weil deren Geschichte einfach nicht, also von manchen schon, von anderen nicht, einfach die Geschichte nicht mehr bekannt ist, nicht mehr existiert. Und da sind wir dann ganz schnell eben drauf gekommen, dass das ja, also da gibt es ja genug Objekte quasi aus europäischen Kontexten in Sammlungen. Deswegen war das auch fürs Museum Angewandte Kunst interessant, was ja jetzt nicht in der Hauptsache Objekte aus kolonialen Kontexten hat, sondern Sammlungen besitzt, die eben von Dingen, also wahnsinnig eklektische Sammlungen, aber die sich aus ganz vielen Strängen speist, auch aus Vorbildsammlungen, Kunsthandwerksschule, aus den Kontexten, aber auch einfach sehr viele Privatsammlungen, Dinge, die Personen gesammelt haben und dann in ihrem Nachlass quasi an das Museum übergeben haben. Also Dinge. Sehr, sehr eklektisch. Und da dann eben auch oftmals die Frage ist, ja, was ist das jetzt oder warum ist das hier, warum brauchen wir das, wie kontextualisieren wir das, wie können wir das vielleicht auch zeigen und ausstellen, dass es für BesucherInnen irgendwie spannend ist und eben nicht nur die Jacke da hängt mit dem Schild nebendran, keine Ahnung, dann und dann dort gefunden, erworben, ans Haus gekommen, das Material, sondern das schaut man sich vielleicht, dann geht man dann ins Museum, das hängt dann da in der Vitrine, schaut man sich einmal an, denkt sich, gut, habe ich jetzt gesehen und kommt dann nicht wieder. Also das ist natürlich auch für ein Haus schlecht, sondern dann ist so die Frage, wie kann man nochmal mit den Objekten anders umgehen, die nochmal neu befragen, vielleicht auch nach heutigen Perspektive, was ja jetzt bei einer Ausstellung wie The Fest ja ganz klar passiert, was auch, wo dann auch BesucherInnen aus ihrem eigenen Leben so Anknüpfungspunkte haben. Ich meine, wir alle waren schon mal auf einer Party, auf einem Fest. Also es gibt da ja schon irgendwie so ein Grundverständnis, worum es da geht. Und das ist dann quasi so der Zugang, sich dann nochmal einer Sammlung oder einzelnen Objekten nochmal aus der Perspektive anders zu nähern. Was sich durchzieht eigentlich durch Talking Objects, aber auch durch unsere Bemühungen für dieses Format, ist die Frage, wie man Museum denken kann. Das ist kein feindlicher Ort für unterschiedliche Objekte oder Blickwinkel oder Lebenserfahrungen ist, sondern dass es ein, also dass wir Museum neu denken. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr bei den neuen deutschen Museumsmacherinnen darüber diskutiert, dass man auch viel forscht, dass man an einem Haus viel ausprobieren muss. Und weil du eben Kuratorin, Kustodin für Mode, Körper und Performatives bist, wie kamst du auf diese Bezeichnung? Und wie gehst du damit um, in der Institution zu arbeiten und gleichzeitig so museumskritisch zu sein? Und wie schlägt sich das dann auf deine Arbeit als Kuratorin um? Ja, also mir ist schon bewusst, dass vielleicht es von außen betrachtet ein bisschen, also ich glaube, man erwartet oftmals was anderes als das, was ich dann eigentlich tue, wenn man die Bezeichnung hört. Die Bezeichnung stammt, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die hat sich der Direktor ausgedacht, weil der gerne, als er vor 12 Jahren an das Haus kam und das Haus auch ziemlich umgebaut und umgestaltet hat, weil es eben davor eher so ein Kunsthandwerksmuseum, wie man sich das vielleicht vorstellt, war, also eher 90% Dauerausstellungen, Vitrinen mit Objekten und Beschriftungen und wenig passierte, 10% Wechselausstellung, hat dieses Verhältnis eigentlich umgekehrt und hat damit auch nochmal immer wieder die Frage neu in den Raum gestellt, was ist ein Museum angewandte Kunst, was ist überhaupt angewandte Kunst und hat das immer versucht, als einen Möglichkeitsraum zu denken, in dem auch ganz viel ausprobiert werden kann und sich eben Objekten auch mal neu genähert werden kann. Und ich hatte dann in dem Kontext auch mit einer Kuratorenkollegin zusammen eine Ausstellung gemacht, wo wir versucht haben, eher so eine Lebensraum-, Lebensweltgestaltung, wo dann Mode zwar ein Bestandteil davon ist, aber wo das sich nicht allein nur auf Mode beschränkt, sondern wo Musik eine Rolle spielt, wo vielleicht auch ein gewisses Zusammenkommen, es passt eigentlich auch ein bisschen auf das Fest, weil diese Ausstellung sich einen Ausgangspunkt gewählt hat. Eine Persönlichkeit in Frankfurt, Atta Macias, der maßgeblich für so, ja, man kann gar nicht sagen so Subkultur, aber so eine Form von
cooler Kultur in Frankfurt und im Umland irgendwie maßgeblich war, der Cafés eröffnet hat, der irgendwie Robert Johnson, der irgendwie so ein sehr zentraler, wichtiger Club ist, so international ist und so ein ganz kleiner Club ist und quasi da irgendwie eigentlich wie so ein ganzes Lebensgefühl irgendwie mit gestaltet hat. Und das war dann so, was wir dachten, so okay, vielleicht ist das ja eher was. Also das ist gar nicht so um das Mode als das Stoffliche geht, das Textil geht, sondern irgendwie so dieses Ganze, die ganze Gestaltung drumherum, also vielleicht auch das Performative in gewisser Weise. Aber und da sind wir gleich bei der nächsten Frage, also was Mode für dich ausmacht. Mhm. Genau, und tatsächlich, das war auch schon vorher so, deswegen fand ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass ich jetzt da keine große Textilsammlung plötzlich zu verantworten hatte, dass mich eigentlich tatsächlich immer dieses Ganze drumherum sehr viel mehr interessiert hat. Also warum dann etwas plötzlich Trend ist, also warum man dann plötzlich etwas auf die und die Art und Weise trägt, was sagt das irgendwie aus, wie ist es dazu gekommen und wie verändert das auch eine Vorstellung von Körper und Körperlichkeit und im Raum sein, also dieses Ganze drumherum fand ich eigentlich immer viel spannender oder auch die Frage, warum sich dann Menschen entscheiden, irgendwas auf irgendeine Weise anzuziehen und zu tragen und wo es dann halt nicht nur so um dieses Mode im Sinne von einem Trend oder dass es jetzt in Mode geht, sondern auch noch eigentlich um diesen performativen Aspekt, den dann die Kleidung tragende Person praktiziert. Ich habe dann einige Ausstellungen gemacht in Frankfurt und die letzte, die so während Corona stattfand, trug den Titel Life Doesn't Frighten Me, Michelle Elie Wears Comme des Garçons. Und es ging um die Privatsammlung einer Persönlichkeit. Michelle Elie lebt in Köln und ist eine leidenschaftliche Modesammlerin. Nicht nur von Comme des Garçons, aber darum ging es in der Ausstellung hauptsächlich, um ihre sehr große Comme des Garçons-Sammlung, also wirklich die ausgefallenen Runway-Pieces tatsächlich. Und das Besondere daran ist, dass sie die jetzt nicht einfach nur sammelt und irgendwo einlagert, sondern dass sie die auch tatsächlich trägt. Es war auch eine spannende Herausforderung bei der beim Ausstellungsaufbau, weil wir da mit zwei TextilrestauratorInnen waren, die dann teilweise ein bisschen entsetzt, also was heißt entsetzt waren, aber ne, weil die einfach die Stücke dann auch getragen wurden von ihr. Die Fotografien jetzt sind alle eher tendenziell im Kontext von Fashion Weeks entstanden, die sie besucht, wo sie das trägt. Aber sie trägt tatsächlich auch weniger komplizierte Stücke, aber dennoch natürlich jetzt als für Mainstream Kleidererwartung dennoch ausgefallen genug, dann eben auch im Alltag. Also beispielsweise jetzt hier, also wenn wir gerade so darum sprechen, was die Stücke dann eben mit dem Körper machen, also dass sie dann hier diese Kleidskulptur trägt, die so ein bisschen, also man kann sich das so, das hat schon so was Rokokohaftes, also dass man irgendwie denkt, dass das wie so eine Auspolsterung unter einem Kostüm funktioniert, also irgendwie vorstellbar, das funktioniert, zumindest deutet das ja an und auch natürlich dieses Raumvolumen herstellt, was solche Kleider ja auch hergestellt haben. Und in der Ausstellung war das dann so, dass wir hatten im Vorfeld viele Gespräche geführt und sie hat auch sehr viel erzählt über ihre Erfahrungen, was das mit ihr macht, wie sie sich selbst erfährt im Stadtraum, auch wie die Reaktionen anderer auf sie sind, sehr unterschiedlich, auch sehr unabhängig, sehr abhängig von dem Ort, an dem sie sich befindet. Und was mich dann an der Ausstellung noch zusätzlich interessiert hat, war auch die Frage, was das mit ihr als schwarzer Person macht. Und dass sie es auch schon durchaus so meint und auch reflektiert sieht, dass sie meinte, ich meine, das ist auch eine Typ- und Persönlichkeitsfrage natürlich, aber sie meinte, dass sie jetzt irgendwie als schwarze Person in Köln lebend in Europa unterwegs sein, natürlich immer eine gewisse Sichtbarkeit erfährt und
dieses Auffallen, dieses Präsentsein dann für sich auch ganz bewusst angenommen hat und begonnen hat, eben auszugestalten. Also so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich eh schon auffalle, dann möchte ich wenigstens bestimmen, wie ich auffalle und möchte irgendwie diese Bühne, die ich habe, dann auch gestalten. Es ist eine Typfrage, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Also das ist jetzt auch nicht so ganz günstig, natürlich. Aber das war auf jeden Fall so ein in der Welt sein, ein mit der Welt umgehen, was ich sehr spannend fand. Und gerade auch nochmal in Bezug natürlich auf eine schwarze Frau und Körperlichkeit im Raum, wie sie das eben für sich sich wieder so rückaneignet in gewisser Weise. Ja. Nochmal zurück zu der Frage, was ich unter Mode verstehe oder wie ich dann auch in Ausstellungen damit umgehe. Gerade mit dieser krassen Herausforderung, dass man jetzt plötzlich einfach eine statische Puppe hat, auf der dann jetzt einfach Stoff hängt. Ist natürlich irgendwie auch interessant, das anzuschauen, aber das ist es ja nicht nur. Und bei Michelle Ely geht es ja gerade darum, das auch zu tragen und in dieser irgendwie deutlich zu machen, wie gerade diese extremen Stücke ja auch den Körper verändern. Mhm. Dass dieses Wolkenkleid, was auf der einen Fotografie eben drauf war, da gab es so einen kleinen Film, der dann in der Ausstellung lief, in dem man dann sehen konnte, wie sie, dass sie quasi mit einem Assistenten den ganzen Tag unterwegs sein musste in Paris, weil sie halt nichts machen konnte. Also sie konnte ja nicht trinken, also sie konnte ihre Arme nicht bewegen, sie konnte keine Türen öffnen, gar nichts und hatte so einen Assistenten dabei. Mit dem Großraumtaxi. Dann, genau, mit dem Großraumtaxi, wo sie dann, sie konnte nicht in ein normales Taxi, da mussten sie so einen großen Van bestellen und da musste sie so richtig reingestopft werden, weil sie sich da gar nicht richtig reinsetzen konnte. Und das ist ja krass, also dass sie dann auch, sie erzählt dann auch in dem Film vorneweg, wie sie sich halt quasi auch so psychisch darauf vorbereitet, weil sie sich natürlich damit ja auch total schutzlos macht. Also sich da quasi in so ein riesiges Ding, wo sie nicht komplett, aber weitestgehend immobil ist und dann sich dann quasi so hingibt und sagt so, ja, ich lasse jetzt auch dieses Kleid mal so sein und gebe mich jetzt dem hin. Im weiteren Verlauf des Gesprächs öffnen wir die Runde und die Kuratorin Olga Vukonik spricht über die Porzellanfiguren aus der Wiener Porzellanmanufaktur. Die Besonderheit an denen ist, auf den zweiten Blick handelt es sich um Hofgesellschaft in Kostüm. Und kostümiert sind sie einerseits als Händlerberufe, also so etwas wie Schmied, Koch, Bandelkrämerin, Leute, die diverse Dinge anpreisen und verkaufen. Und andererseits sind es Kostümierungen, die so Wunschvorstellungen einer ländlichen Idylle darstellen, also als Gärtnerin, Schäferin, Bauer. Und es ist eben diese Adelsgesellschaft kostümiert. Was man an den Figuren jetzt daran erkennt, dass sie Perücken tragen, sehr schöne Schuhe und auch an der Gestik. Also sie haben relativ affektierte Handbewegungen dafür, dass sie da Maroni-Prater darstellen sollen. Und die Damen haben auch sehr oft Hermelin-Ränder am Ausschnitt und an den Ärmeln. Genau, und wirklich nur einige, sehr wenige sind Darstellungen von Personen als sie selbst. Einer davon ein Getränkeverkäufer, der ein Tablett am Kopf trägt. Und es war so, zur Zeit dieser Maskenbälle zu diesen Themen, dass man teilweise unter dieses ein sehr beliebtes Motiv, eben die Bauernhochzeit, dass man gerne auch echte Bauern darunter gemischt hat. Die mussten dann vermutlich servieren oder andere Dienstleistungen erbringen. Und das hat auch etwas sehr, soll man sagen, Schockierendes, eigentlich einfach Schockierendes, sich diese Bekleidungen anzueignen. Und ein Punkt war vielleicht auch noch, dass es für die höfische Gesellschaft eine Form von Dressing Down war, also dass diese Bekleidung war für sie angenehmer und gab ihnen mehr Bewegungsfreiheit, als was sie normalerweise getragen hätten. Trotzdem macht es die Unterschiede zwischen den Lebenswahrheiten dieser Gruppen eigentlich noch stärker sichtbar, würde ich mal sagen. Ja, ich fand das nämlich spannend, weil da ja so eine Form von sozialer Aneignung irgendwie quasi stattfindet. Und was ja irgendwie von so eine Problematik von Aneignungsprozessen, die ja oft
weil es nicht so ganz, also wo es so Schwierigkeiten gibt, es auch irgendwie zu verstehen, was da jetzt eigentlich passiert, eigentlich, glaube ich, nochmal irgendwie auf so eine andere Art total deutlich macht. Also weil natürlich diese stereotypisierte, romantisierte Vorstellung von einem Leben auf dem Land als Bauer, Bäuerin, LandarbeiterIn natürlich ja überhaupt gar nichts mit dieser Vorstellung irgendwie zu tun hat. Und da jetzt so, ja, irgendwie da, ja, so eine merkwürdige Bauernromantik, die gar nicht existiert, dann so gefeiert wird. Und wir hatten dann ja auch noch gesprochen über Marie Antoinette, die ja dann irgendwie auch ihr sich ja so ein ländliches Idyll geschaffen hat, um das da Amour, dann... Ja. Das ist ein eigenes Dorf gewesen, ein Schaudorf, das auch heute noch existiert bei Versailles. Genau, und dann da irgendwie Lämmer streicheln konnte und dann irgendwie natürlich... Ja, genau, also wie dann ja auch klar, ein bisschen entspannter, man konnte sich so ein bisschen aus diesem ganzen Hofzeremoniell da so ein bisschen entspannen, konnte lockerere Kleidung tragen, auch, glaube ich, Personen empfangen, die man sonst eigentlich jetzt nicht hätte empfangen können oder was wahnsinnig kompliziert gewesen wäre. Und also soziale Aneignung quasi. Ja. Und die natürlich auch nur in eine Richtung möglich ist. Also ich glaube, das Umgekehrte bei weitem schwieriger, sich als König zu verkleiden. Also sicher, es ist auch etwas, würde ich sagen, was beim Karneval stattfindet, aber nicht in diesem Ausmaß. Kann Aneignung auch eine positive Wirkung haben, sozusagen, dass es in dem Fall zum Beispiel den Bauernstand heben würde durch diese romantische Verklärung, also dass es sozusagen es nicht nur abwertet, sondern wenn es zum Vorbild wird, auch zur idyllischen Verklärung, dass es zur Aufwertung einer Schicht, einer Klasse führen kann, oder ist das eine Nebenwirkung? Also ich finde das auf jeden Fall eine spannende Frage, auf die ich jetzt nicht so antworten kann tatsächlich, weil ich es einfach nicht weiß. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Also das ist wirklich zu einer realen Aufwertung und Besserstellung dann führt. Mhm. Ja, ich hätte vielleicht doch ein Beispiel. Ja, oder irgendwie natürlich Haare, was ja irgendwie so dieses ganz klassische Thema immer ist, wo irgendwelche Frisuren aus schwarzen Kontexten dann irgendwie in der Mode plötzlich irgendwie auch andere Namen bekommen, dann irgendwie von Boxer Braids oder wie auch immer gesprochen wird und ist dann plötzlich irgendwie cool und hip und schön und irgendwie so einen bestimmten Stil, für einen bestimmten Stil spricht, aber ist bis heute eben in den USA und tatsächlich wirklich auch auf dem afrikanischen Kontinent teilweise irgendwie Schulen, Kontexte gibt, wo die Frisuren verboten sind, weil sie irgendwie als nicht ordentlich oder wie auch immer nicht als angemessen gelten. Und das hat ja jetzt auch nicht... Vielleicht hat tatsächlich der Protest darüber dann irgendwie doch quasi so durch die Hintertür geführt, dass es vielleicht in manchen Kontexten dann nochmal hinterfragt wurde. Also es vielleicht schon irgendwie so eine Bewegung gekommen ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass weil Marc Jacobs Locks auf dem Laufsteg hatte, dass jetzt plötzlich in Banker auch plötzlich eine seriöse Frisur war, in der Bank Locks zu tragen. Also vielleicht hat dieser Protest dagegen was angestoßen, was dann irgendwie so durch die Hintertür zu einer Veränderung oder Veränderung der Situation geführt hat. Ich denke schon noch, dass eben dadurch auch was weggenommen wird. Also wer hat dann die Deutungshoheit über diese Frisur und über diesen Stil, wenn sozusagen dann das nicht mehr Ausdrucksmittel ist oder nicht, sondern das, ich glaube, das ist schon, es ist schon wieder auch eine gewisse Form der Ausbeutung und des Aneignens und des Wegnehmens, weil man dann das jetzt noch als zusätzliches Tool hat, das zu sagen, was man selber sagen will und eigentlich eine Umdeutung und dann wieder so die Deutungshoheit dann wieder verschiebt. Und ich glaube, das ist das Schmerzhafte oder die schmerzhafte Wirkung. Ich fand diesen einen Punkt, den Sie gerade eben erzählt haben, dass wenn man sich einen gewissen modischen Trend aneignet, dass sozusagen die ursprüngliche Gruppe dadurch aufgewertet wird, das glaube ich auch nicht. Da bin ich auf Ihrer Linie. Mir ist gerade ein Trend eingefallen, noch vor ein paar Jahren, das war doch angesagt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass man DHL-Socken oder Aldi-Socken oder Aldi-Shirt oder derartiges teilweise in der Limited Edition und so ein Quatsch, wo man echt tatsächlich dachte, das ist ja wirklich die Perversion des Kapitalismus. Also es ist eigentlich zynisch, weil die Leute, die eigentlich wirklich in prekären finanziellen Situationen arbeiten, wirklich
einfach schauen müssen, wie sie einfach zurechtkommen, dass dann diese Unternehmen dann modisch ausgeschlachtet werden, dass dann plötzlich heißt, ja, ich glaube, das war Lars Eidinger, der dann auch noch eine Aldi-Tüte dann. Das war mit der Aldi-Tüte. Das war ziemlich irre, das war wirklich verrückt. Genau, und hat er das gestaltet und hat eine Aldi-Tüte gestaltet, wo man auch dachte, ja. Ja, die war so aus, ich glaube, das war mit PB, weiß nicht, wie das Label heißt, aber die haben also quasi ja eigentlich die, das Format, ja. Design in halt Kalbsleder, völlig, wie so eine Aldi-Tüte bekloppt. Eben aus Leder, ja. Designt, die dann, weiß nicht, glaube ich, 500 € gekostet hat oder so. Ja, ja, ja. Und der hat es, glaube ich, entworfen für die, das war irgendwie so eine Kollaboration und hat dann irgendwie Werbung damit gemacht und hat, glaube ich, sogar, die sind nicht auch die Werbefotos, auch irgendwie in... Genau. So wohnungslosen Kontexten, also so eine Extremform von sozialer Aneignung ist und was ja, also das ist jetzt ja auch nicht so gewesen, dass dann die Erlöse der Tasche irgendwo gespendet wurden oder was ja auch dennoch absurd genug wäre, aber das hat ja auch nicht zu einer Verbesserung von den Personen geführt, die ja irgendwie dadurch ja so, ja, karikiert klingt irgendwie schon ein bisschen, das klingt irgendwie eigentlich zu weich, sich, aber so. Eigentlich hat es sich instrumentalisieren lassen. Das ist irgendwie so wie Bauernhochzeit. Also ob es jetzt Bischöfe oder Könige sind, ja eigentlich also ein Aneignungsverbot gegeben. Also das gibt der Hemelinpelz oder gewisse Insignien der Macht oder Farben, das durften ja nur die, also wo man sich eigentlich auch ganz bewusst gegen Aneignung, oder Marken haben das ja auch, ja, dass man sich ganz bewusst gegen Aneignung schützt, aber wie gesagt, das geht nur in die eine Richtung, was du gerade gemeint hast. Dieses Bedienen an Stilmitteln ist eben auch ein, wem gehört das? Und es hat schon auch sehr viel mit welcher Sprache, wer darf sich welcher Sprache bedienen und in welche Richtung geht es nicht? Und insofern ist es sozusagen natürlich ein, kann man nicht von einem kulturellen Austausch sprechen, weil das ja auch immer so sagt, naja, es ist, wir leben ja sozusagen von dem, vom Kopieren, vom Aneignen, vom Austausch, von der Kommunikation, aber der geht ja nur in eine Richtung. Stimme ich auf jeden Fall zu und ich finde es halt dann eben auch immer schwierig, wenn dann vor allen Dingen eben privilegierte Menschen, weiße Menschen sich etwas nehmen und quasi in eine Rolle hineinschlüpfen, die sie dann aber genauso leicht wieder ablegen können und ihr Privileg weiterhin behalten und es dann kein Credit gibt an die Menschen, an die Gruppen, deren Kultur das ist und wo oft Dinge einfach ja mit ganz anderen Sachen verbunden sind. Und eben in der heutigen Welt, im Kapitalismus, gibt es dann halt immer Leute, die sich halt daran bereichern und dann nicht mehr darauf hinweisen, wo es eigentlich herkommt. Gibt es einen Umgang mit Mode, der dich freut, den du beispielhaft findest, den du uns noch mitgeben möchtest? Was mich jetzt grundsätzlich immer freut, ist, wenn ich merke, und das hat vielleicht gar nicht unbedingt so was mit Mode zu tun, sondern dann vielleicht eher was mit irgendwie Stil oder auch einer Freude am eigenen Ausdruck. Also das freut mich immer. Also das ist wirklich sowas, also das fällt mir dann schon auf, wenn ich halt merke, okay, da ist jetzt eine Person, die sich irgendwie Gedanken gemacht hat. Also irgendwie so gedacht hat, heute möchte ich irgendwie so sein und möchte irgendwie das ausdrücken. Also das spürt man ja schon, wenn da diese Gedanken, wenn sich einfach Gedanken gemacht wurden. Und das ist tatsächlich schon was mich freut und was ich gerne auch mehr hätte manchmal, also gerne auch mehr sehen würde. Also ich glaube, das ist natürlich auch immer so eine Sache, an welchem Ort man ist. Es gibt Städte, Orte, wo das vielleicht auch eher so encouraged, also wo mehr der Raum dafür da ist, wo man mehr auch Lust hat, das vielleicht zu tun als an anderen Orten. Das verstehe ich schon. Irgendwie gestern so eine ältere Dame beobachtet, die hatte so Ballerinas an und dann irgendwie so einen Mantel, hatte dann so eine Gürteltasche da so umgebunden und so einen Filzhut auf und ist dann mit so Nordic Walking Stöcken irgendwie über die Straße gelaufen. Und das war aber irgendwie so ein tolles Bild, weil ich gedacht habe, so okay, die weiß ich jetzt nicht, warum sie jetzt diese Stöcke im Stadtraum hatte, das hatte sicherlich ihren Grund. Ich glaube, die hat sich da so inszeniert darüber und es hat dann mal so ein stimmiges Bild gegeben und dann dachte ich so, okay, die hat sich irgendwie so diese Stöcke, die sie vermutlich braucht, weil sie war jetzt nicht in Nordic Walking im Wald unterwegs und hatte jetzt auch keine Sportklamotten an. Das hatte schon sicherlich einen anderen Grund, dass sie diese Stöcke hatte, aber hat das so als Teil irgendwie ihres Outfits
inszeniert und das fand ich irgendwie gut. Also sowas, wenn ich irgendwie sowas sehe im Alltag, mir das auffällt, das freut mich. Ja.